In der heutigen Fraktionssitzung wird die Bundesverteidigungsministerin das Gutachten vorstellen und auch die Konsequenzen, die sie daraus ziehen will. Ursula von der Leyen geht konsequent daran, die Probleme der Bundeswehr anzupacken. Sie selber und auch ihre Vorgänger haben die ersten Dinge auf den Weg gebracht. Und deswegen geht es überhaupt nicht, der jetzigen Verteidigungsministerin Verantwortung zuzuschieben für das, was in der Vergangenheit war. Aber was jetzt kommt, das weiß Ursula von der Leyen auch, dafür trägt sie die Verantwortung. Und da hat sie auch unsere ganze Unterstützung.